Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play God of War Ascension. Ich stehe tatsächlich hier kurz vor dem Tod, weil ich mich in jedem Kampf aufs Neue wie ein absoluter Vollidiot und God of War Dilettant anstelle. Und ich hoffe, dass wir bald in irgendeiner Kapazität grüne Orbs finden, sonst sieht das hier nämlich düster aus. Und zwar richtig düster. Wie düster? Ganz düster. Hallo? Oh Gott sei Dank. Machen wir erstmal hier auf. Ich weiß jetzt übrigens, wieso wir den Magieangriff und den Rageangriff und das alles mit dem Eis Poseidons nicht benutzen konnten. Ich zeige euch das mal kurz. Da. 5 Level. Erstes Level ab. Spezialangriff auf 2 schalten. Zweites Level ab. Rageangriff freischalten. Drittes Level ab. Spezialangriff freischalten. Und viertes Level ab. Dann endlich Magieangriff freischalten. Ich muss das also auf die maximale Power bringen, das Eis Poseidons, bevor ich es als Magie benutzen kann. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ich bin jetzt einfach wieder auf Ares Feuer umgestiegen. Was sollte ich denn sonst machen? Das ist wenigstens voll aufgepowert. Und ich werde jetzt nicht meine roten Orbs wieder in das Eis Poseidons investieren und meine Chaos-Klingen bleiben da wieder auf der Strecke. Das wird mir nämlich auf Dauer ein bisschen riskant. Wir brauchen mehr Damage-Output. Spezialattacken kommen danach. Ach, die Schlange? Die große Schlange ist in Ascension? Okay. Oh, und da geht's nicht weiter. Oder kann ich da reinspringen? Nee, kann ich nicht. Das, irgendwie hatte ich das mit God of War 2 in Verbindung gebracht, aber dann ist das wohl was anderes. Fangen wir einfach mal an. Yes! Und auf geht's! Sieht schon cool aus, ne? Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was für eine Schlange das sein soll. Muss ich überlegen, ob das, also eben gerade, weil zum Beispiel am Überlegen, ob das vielleicht Uroboros sein soll, aber ich weiß es nicht. Da muss ich jetzt hoch. Okay, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann müssen wir noch 2 weitere Schlangen finden und hierher bringen, um was auch immer zu tun. Erstmal müssen wir nach oben. Schwups, schwups, schwups. Schwups. Und klettern. Das ist ein richtiger Klettermaxi hier. Okay. Kann ich auch runter? Da sehe ich doch eine Truhe, oder nicht? Da mitten auf unserem Pfad. Gehen wir mal gucken, was das für eine ist. Und das ist die 4. Phönixfeder. Weil wir ja auch so viel Magie benutzen hier. Im Augenblick zumindest. Ich befürchte, ich werde mit diesem Spiel noch richtig Schwierigkeiten kriegen. Ich komme irgendwie nicht so ganz ins Kampfsystem rein, ja? Blocken finde ich wesentlich schwieriger als in den anderen Titeln. Ja, normalerweise konnte ich eigentlich immer ganz gut blocken und kontern, aber hier klappt das irgendwie gar nicht. Tagebucheintrag eines Orakelsuchenden. Wie gut es geschützt ist.
Die Schlangen sind wild. Ich werde sie besiegen. Ich muss zum Orakel. Mhm. Die Schlangen sind wild, ja? Diese mechanischen Schlangen, die überhaupt nichts machen, oder was? Oder kommen da noch andere Schlangen? Was ist das denn? Okay, ich wollte erst sagen Harpien, aber nee, das waren Vivan, oder? Ah, und ein weiteres Gorgonenei. Fein. Es klappt doch, hier war doch auch noch irgendwas. Achso. Grün. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. Gehen wir einfach mal weiter erstmal. Oh, ich glaube, hier gibt es auch einen Bosskampf. Aber ich glaube, jetzt noch nicht. Der Turm zu Delphi. Unser Ziel. Unser nächstes jetzt erstmal. Ja. Eine Chimäre. Daneben! Bei einem Gegner ist ja nicht das Problem. Au! Okay, das hat er getan. Du Bastard. Und das war ein gescheitertes Quicktime-Event. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ein Quicktime-Event kommt. So, ist das denn immer gleich? Nein, ist es nicht. Okay. Ich muss also tatsächlich aufpassen. Ha! Ich hab dir den Schwanz gezogen. Oh Gott. War vielleicht nicht unbedingt die taktisch beste Entscheidung, in den Schwanz zu ziehen. Ich muss mal mehr blocken, glaube ich. Oh, warum sagt mir das denn keiner, dass... dass ich grappeln kann? So, komm hier, zack. Gleich wieder aufs Maul. Jetzt macht er Eis. Und erwischt mich damit zweimal voll. Das ist natürlich auch blöd. Alter. Ich weiß nicht, ob das als Boss zählt, als Mini-Boss oder wie auch immer. Aber ich glaube, es ist nicht die einzige Chimäre, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube, das ist tatsächlich mehr oder weniger ein ganz normaler Gegnertyp, dieses Vieh. Der uns noch ein paar Mal Freude bereiten wird. So. Wie geht das hier jetzt weiter? Ich meine, ich weiß, wie das hier jetzt weitergeht, aber ich will erst mal gucken, ob es vielleicht noch irgendwas anderes gibt, was wir uns mal angucken sollten. Gibt es aber anscheinend wieder nicht. Na dann. Ich sehe bis jetzt aber noch nicht, dass das irgendwas bewirkt. Ja, seht ihr? Drei Schlangen. Das heißt, zwei muss es noch irgendwo geben. Und ich sehe sie auch schon. Habt ihr sie auch gesehen? Da ist die erste und weiter rechts ist die zweite. Was?
Also in so einem Tempel möchte ich nicht unbedingt leben. Ah. Guck mal, schau, ich befürchte, jetzt kommt gleich wieder eine Rutschparty. Das ist aber nett von der Schlange, dass die extra auf uns gewartet hat. Aha, da war doch so, dass da noch was stand. Aber nur die eine Kiste, ne? Bald haben wir's. So, Leben brauche ich gerade nicht. Lass uns einfach mal stehen und los geht's. Das macht Spaß. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist auch nö. Die ganzen Eier hier, das gefällt mir gar nicht. Da springen wir erstmal ein paar von in die Luft. So. Weil wenn da überall so eine scheiß Vivan rausschlüpfen. Hier kommt der für dich. Das muss man lieber nie erledigen. Ja, gar nicht erst wieder großartig hier in Gang kommen lassen. So, da sind garantiert noch irgendwo welche drin. Da ist zum Beispiel eine geschlüpft. Hier, die Eier sind bestimmt auch nicht nur alle zur Dekoration. Ja. Obwohl eine einzige Vivan ohne irgendwelche Unterstützung jetzt nicht sonderlich stark ist, wie man sieht. Und das war's. Es kehrt wieder Ruhe ein. Aber ich zerstöre natürlich... Ah, ich sehe da gerade was. Ernsthaft? Doch, jetzt. Das stören natürlich hier die anderen Eier auch noch. Und dann gibt's ein Chaosklingen-Upgrade. Hurra! Bums. Neue Angriffe freigeschaltet. Geist des Herkules. Mut des Herkules. Aufstieg des Olymps. Fallender Helios. Und natürlich einmal mehr erhöhter Schaden. Und wir brauchen jetzt 12.500 Orbs für die nächste Stufe. Na, das kann ja heiter werden. Vielleicht werde ich dann doch erstmal das Eis Poseidons aufpowern. Das braucht nämlich nur 1.250 Orbs. Das könnten wir rein theoretisch sogar in der heutigen Folge noch schaffen. Bums! Guck mal, die Hälfte des Weges haben wir schon quasi. Da muss ich raus, ne? Oder? Ich muss nicht da raus. Hä? Hier muss ich raus. Okay. Kann dann da nicht rein, also muss ich nach links. Immer auf der Suche nach irgendwelchen Secrets. Ach du Scheiße. Ja, gleich. Na gut, da kommt man nicht mehr weiter. Dann... Ah, okay. Ich muss... Da musste ich erstmal ausprobieren, wie genau das denn funktioniert jetzt. Da kommt man rein zu irgendwelchen Secrets. Ansonsten geht es hier vorne nicht mehr weiter. Gut. Könnte das Upgrade für unsere Magieleiste sein. Oder ein weiterer Schritt auf der Lebensleiste, was mir ehrlich gesagt besser gefällt. Denn Magie benutzen wir ja tatsächlich kaum.
Zumindest in diesem Spiel oder zumindest zu diesem Punkt. Vielleicht kommt ja da noch mehr. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr genau. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie lang dieses Spiel eigentlich geht. Wie kommt man darüber? Denen, die offenen Auges sind, biete ich den Blitz des Zeus. Ich glaube, von der anderen Seite. Ja, also quasi durch, nach oben und dann wieder zurücklaufen. Das erscheint mir zumindest wahrscheinlich, weil ich sehe keine Möglichkeit, wie wir diesen Schwung da sonst schaffen sollten. Und jetzt wieder eins von diesen beschissenen Tutorials. Blitz des Zeus. Elektrisieren Sie Gegner mit blendenden Schnellangriffen des Zeus. Gegner zu elektrisieren erzeugt blaue Orbs. So, Satyrn, dann zeigt euch mal wieder. Alter, es geht schon wieder los. Da bringen wir erstmal ein bisschen Unruhe in eure Formation. So, zack, hier komm. Wusch! So, du bist zerlegt. Dich schmeißen wir mal dahin. Au. So, hier, zack, zerlegen. Muss nur versuchen, alles so ein bisschen im Blick zu halten. Okay, mit dem Blitz des Zeus komme ich wesentlich besser zurecht. So, hier. Dann. Du wolltest mich gerade ärgern, ne? Haha! Du hast aber nicht gewettet. Eine 100er-Kombo. Wumms. So, und hier, komm, du auch noch. Volles Brett aufs Maul. Das war wesentlich eleganter als die Übung des Poseidons. Okay, mit Elektrizität kann ich arbeiten. Elektrizität ist tatsächlich nicht schlecht. Ich schalte jetzt trotzdem erstmal wieder auf Feuer um, weil Feuer ist halt am aufgepowertsten, ne? So, seht ihr, hier kommen wir jetzt irgendwie wieder hoch. Genau. Dann kann ich quasi von hier da hochspringen und dann können wir uns die Truhen holen. Ich hab gesagt. Und dann können wir auch wieder irgendwas aufleveln. Ich würde sagen, scheiß auf das verdammte Eis von Poseidon. Wenn wir was aufleveln jetzt, dann ist es der Blitz von Zeus. Weil der hat tatsächlich was gebracht. Unser erstes Magie-Upgrade. Hurra! Eine zweite Magieleiste. So. Blitz des Zeus. 1000 Orbs. Ja, die haben wir. Das Power-Up, das gönnen wir uns jetzt an dieser Stelle. Und dann geht es hier hinten weiter. Da liegt was. Das Orakel wird mir helfen. Es wird die Wahrheit erkennen und mir sagen, was zu tun ist. Okay, da unten steht eine Truhe. Weiß ich natürlich nicht, ob es da weitergeht oder da links. Aber wahrscheinlich geht es hier weiter. Deswegen habe ich gerade wahrscheinlich ein Power-Up verschenkt oder irgendwie sowas. Dann kann man wieder verdächtig weit laufen. Dann ist hier bestimmt wieder irgendwas. Haha. Bin ich gut oder was?
Wow, nur noch ein Gorgonenauge und wir haben die nächste, das nächste Lebensenergie-Upgrade. So, ich steige doch mal auf die Elektrizität um. Aber, wie viel brauchen wir eigentlich für das nächste Level? 2000 Orbs, das werden wir ja wohl hinkriegen. Dann machen wir jetzt nochmal Feuer, bis wir den nächsten Level haben. Dann haben wir nämlich unseren Rage-Angriff mit der Elektrizität. Ich denke mal, ein Element werden wir noch kriegen. Das Wahrscheinlichste wäre ja Erde, weil wir haben ja jetzt Feuer. Wir haben Wasser in Form von Eis und wir haben Wind in Form von Elektrizität. Aber ich weiß es nicht mit absoluter Sicherheit. Warum hängt hier ein Schiff? Das ist doch ein Schiff, oder? Oder was ist das? Oder ist das eine kaputte Schlange? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Wenn man aber den nächsten Schlangenkopf jetzt bald erreicht, dass wir ihn auf Reise schicken können quasi. Wir wollen ja den Tempel zu uns holen. Hops und hops. So, dann von hier aus da rüber. Muss ich jetzt hier runter? Nee, oder? Nee, wahrscheinlicher ist, dass ich da weiter lang muss. Und alle hops und schwupps. Und schwupps. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse sowas. Haha, da habt ihr schon gedacht, ich wäre abgestürzt, oder? Bin ich aber ganz ehrlich, habe ich auch gedacht. Oh, diesmal werden es zwei. Und Hunde noch dazu. Okay, das könnte ein bisschen widerlicher werden. Alter, ihr blöden Köter, verpisselt euch. So, ich glaube, den Hund haben wir erwischt. Aber diese Vivan hier, die will sich noch nicht so ganz geschlagen geben. Und dann ist noch eine. Komm wieder hier. Ja, so ist brav. Jetzt kommt noch mal in Reichweite. Hallo. Blödes Mistvieh, ey. Jetzt ist es schon wieder abgestürzt. Finde ich nicht nett von dir. Au. Gut, das habe ich kommen sehen. Ich habe noch nicht drauf reagiert. Ich muss sagen, die Eier, die bringen ja auch einiges an roten Orbs, ne? Guckt euch das an. Fehlt nicht mehr viel bis zu den 2000, die das Spiel haben will. So, da hinten soll es also hingehen. Und von hier aus weiter nach oben. Also das Wichtigste müsste mir jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich sein, dass wir die Chaos-Klingen auf maximalen Level kriegen. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann halt auch maximalen Schaden damit anrichten, weil das ja so unsere Hauptwaffe ist, ne? Aber 12.500 ist natürlich eine Hausnummer. Da muss man erstmal hinkommen. Ich bleib hier.
Was bist denn du? Okay. Nimmst du mich mit? Das ist aber nett von dir. Hilfe! Und schon wieder Eier. Das ist auch alles total unauffällig, was wir hier machen. Die Furien werden uns hier niemals finden. Ein bisschen mehr Saft, bitte. Aber noch fehlt eine weitere Schlange. Die bewegt sich ja. Da ist einer geschlüpft. Guck mal, wie süß. Und da ist noch einer. Oh, drei Stück. Das ist aber fies. Das ist unschön. Das ist jetzt doch ein bisschen unschön. Komm, brenne und explodiere. Und dann kommt zu mir her hier. Oh, du sollst den nicht wegtreten. Ich will den doch kaputt machen. Wo sind eigentlich die anderen beiden hin? Sind die schon tot? Oder kommen die wieder? Eigentlich möchte ich die 2000 Dinger noch voll kriegen. Ja, nicht schon wieder. Bevor wir jetzt hier die Folge beenden. Dass wir die Power von Zeus noch ein bisschen aufleveln können. Nehmen wir mal grün. Den grünen kann ich gerade in diesem Augenblick ganz gut gebrauchen. Ich komme aus dem Land des Pharaos. Es ist so kalt hier. Wenn ich zurückkehre, ohne dort gewesen zu sein, ist das mein Tod. Anscheinend können wir hier hochklettern. So. Geht doch. Und dann hier rüber. Da drüben sehe ich schon wieder was, wo wir uns festhalten können. Zwei Dinger sogar. Könnte also durchaus hier jetzt eine Wurfanker-Kombo werden. Und schwuppa! So, bin da. Wer noch? Ein paar Gegner? Ah! Ein paar Gegner! Und vor allem, wie waren die da? Hey, ich bin ja gerade beschäftigt. Mann, ihr nervt ihr Viecher. Okay, das ist jetzt gerade echt bitter. Ja? Da fehlt ja echt nicht mehr viel. Ein Kampf noch, den werde ich jetzt ja wohl irgendwie auftreiben können hier. Ja, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Oh, ist das schon die letzte Schlange? Das ging ja jetzt echt schnell. Haben wir jetzt... Nee, wir haben jetzt nicht alle drei Schlangen hier in einer Folge gemacht, ne? Aber fast. Das ging ja wirklich schnell. Okay, ich sollte mich bereithalten. Ich wette, die Schlange macht gleich was ganz Böses. Sag ich doch. Noch was? Ach du Scheiße. So, jetzt wollen die mich aber ärgern hier. Die haben eine Rüstung, habe ich eben gesehen.
macht es natürlich relativ schwer, dagegen anzukommen. Ich muss hier erstmal freiräumen, so. Entschuldigt mich bitte, ich habe es zu tun. Also ein bisschen die Umgebung im Auge behalten, denn über kurz oder lang muss ich hier irgendwo abspringen, glaube ich. So, da vorne nämlich. Vielleicht kriegen wir den hier bis dahin ja noch zerstört. Ey! Komm schon. So, da bin ich wieder. Ja, wir überziehen schon wieder, ne? So. Käfer. So, ich nutze jetzt diese Stelle ganz kurz, um hier mal abzugraden. So, wenn wir sowieso am Überziehen sind, dann kann ich nämlich mal umstellen. Und ein bisschen mit unserer Elektrokraft hier um mich schlagen. Die schaltet nämlich Gegner für eine gewisse Zeit aus. Das ist gar nicht schlecht. Das kann doch jetzt nicht mehr lange dauern, dieser Abschnitt hier, oder? Muss ich darüber? Ja, muss ich. Ah, mit so einem Dings. Ja, ja, ich hab's gesehen. Mit einem Hakenschwung. Ich hätte ja gesagt, wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle, aber nö. Zum einfachen Grund, dass ich, dass das quasi die letzte Folge ist, die ich aufnehme, jetzt erstmal hier am Stück. Ja, ich habe alle Folgen des Let's Plays bisher am Stück aufgenommen. Ich habe mich dazu verleiten lassen. So, und ich will dann gleich erstmal eine Pause machen, aber nicht hier mitten in der Action. Oh Gott, ja. So, da sind wir wieder. Ah! Hunde! Haha! Hunde wollt ihr ewig leben! Da ist schon wieder ein Hündchen! Das Geile an der Elektrizität ist halt, wenn ich meine Kombo einmal durchbringe, dann sind die Gegner erstmal gestunt. So, hier muss ich aufsteigen. Oh Gott. Uah. Komm schon, mach schneller. Oh Gott, mach schneller. Penner, ey. Mann! Warum ist denn das jetzt hier so... Ich will die Folge eigentlich gar nicht so sehr überziehen, aber es geht irgendwie nicht weiter. Oh, das ist doch scheiße. Ja, wie kann man den Checkpoint so setzen, dass das Erste, was passiert ist, dass ich aufs Maul kriege hier? Bitte, ja? Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Weiter, 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 weiter. Ah. Hops! Und hops! Und da ist die Schlange. Oh, Gott sei Dank. Das war klar. Da habe ich auch mit gerechnet. Oh, ey, diese Rüstungen jetzt immerhin. Schämt ihr euch gar nicht. Ey, das ist aber auch fies hier, ne? Ja, wie soll man denn da noch effektiv kämpfen oder blocken? Ja, das geht jetzt hier, aber eben gerade war echt fies. Das ist natürlich auch richtig geil für unsere Hit-Kombo. Scheiße, das war kurz vor dem 100er. Ja, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wir müssen hier gleich wieder aussteigen. Ich will nur zusehen, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen hier mitnehmen können.
noch ein paar Punkte sammeln können. So. Ich steig aus. Aber irgendwann ist halt jetzt mal gut, ne? Also, ich kann euch diese Folge jetzt hier nicht ewig überziehen, nur weil diese Schlange sich so viel Zeit lässt, bis sie ihren Platz erreicht. Vor allem, das ist ein PS3-Spiel, das heißt, das wird immer asynchroner werden jetzt. Aber das sieht doch gut aus. Müssen wir im Prinzip gar nicht viel mehr machen, als da wieder hochzuklettern. Aber ich würde sagen, das war God of War Ascension für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Was irgendwie total doof ist, das zu sagen bei einer Folge, die um 16 Uhr veröffentlicht wird. Aber meine Güte, das habe ich mir jetzt angewöhnt als meine Abmoderation. Und da bleibe ich jetzt auch bei und basta.